Moin moin Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Wir spielen eine Runde GeoGuessr Battle Royale. Das ist ein neuer Modus und den wollen wir jetzt mal antesten. Okay, only available to GeoGuessr Pro. Schade. Was ist denn the daily challenge? Do you have what it takes to become a GeoGuessr Master Navigator? Compare yourself, play against thousands of other pro members. You've been challenged. You will be placed somewhere in the world. Your task is to figure out where. Okay. Moin moin Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen eine Runde GeoGuessr und zwar die Daily Challenge. Wir haben maximal 3 Minuten pro Runde und werden irgendwo hingespaced und werden dann rausfinden, wo wir sind. Hoffentlich. Starten wir einfach mal rein. Sieht ganz schön brach hier aus. Aber könnte USA sein. Wir können uns hier bewegen. Vielleicht finden wir ja irgendwas am Rand. Also es ist schon ganz schön trocken hier. Sind da hinten Berge oder irgendwas? Nee, ne? Nee, das ist ja wild. Da gibt es ja gar nichts hier außenrum. Könnte natürlich Australien auch sein. So ein bisschen Wildlife. Ich würde sogar echt mehr Richtung Australien tendieren. Oh, da haben wir ein Schild. Okay. Da wurde auf jeden Fall ein bisschen Straße reingebaut, aber mehr auch nicht. Oh, der wäre ein Zaun. Weißt du was? Also ich würde tatsächlich so Richtung Australien gehen. Und dann irgendwie, weiß nicht, schon so ein bisschen, ist ja schon ein bisschen grün noch, aber auch so ein bisschen vertrocknet, ne? Dann würde ich so, keine Ahnung, ich würde so hier würde ich mich hinsetzen mal. Einfach mal gucken. Ho, 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 Botswana, da waren wir weit, weit weg. Schade. Nächste Runde, 10.000 Kilometer entfernt. Holy guacamole. Oh, okay. Das sieht wieder in Richtung Indonesien aus. Ein paar Reisfelder, ja, klar. Finden wir irgendwelche Hinweise hier an dem Ding? Dabat. Ganguan. Oh, was stand da? Toko. Aber das sind doch typische indonesische Flaggen, oder nicht? Was hat's da vorne noch? So, hat der noch irgendwas, wo wir rausfinden können, ob es hilft? Der Apache, ganz klar, ganz wichtig. Also, ich weiß nicht. Tangray Dunn? Man weiß es nicht. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, ne? Was mit ihm? Also ich würde auch wieder Indonesien tippen. Jetzt kann das natürlich alles in dem Bereich hier sein. Und ich würde mal... Ich würde mal eher hier hochgehen, weil es da so ein bisschen... Weil es da nicht so vertrocknet ist. Ja? Deswegen, hier waren wir vorhin Nan. Jetzt gehen wir mal darüber. Vielleicht so ein bisschen Laos. Komm, wir gehen mal hier hin. So, da. Und? Wow. Jetzt sind wir da unten, oder was? Krass. Okay, schade. Ja, 3000 Kilometer weg. Eiffelturm. Lull. Das war tatsächlich relativ einfach. Paris. So, jetzt, wo ist der Eiffelturm? Tour Eiffel. Ist er hier? Eiffel Tower. Es ist nur die Frage, wo steht er genau? Steht er nicht hier? Warte mal. Da ist ein bisschen Platz und da sind Gebäude.
Oder steht der hier? Shit, ich weiß nicht, wo der steht. Ah, okay. Also da, doch. Der müsste hier stehen. Da sind die Gebäude. Ach, shit. Ich trau mich nicht. Komm, ich sag's, der steht hier. Okay, wir müssen wieder warten. Däumchen drehen. Spannend. Ich weiß nicht, wo genau der Eiffel Tower steht. Wie nah sind wir dran? Ah, okay, der steht doch mittendrin da. Ich habe dem Zeug nicht getraut. Ja, okay. 828 Meter entfernt. Das nehme ich. Das nehme ich. So. Sind wir hier? Oh, was steht da auf dem Schild? Lass mal auf dem Schild gucken. Ja, noch eins. Next Intersection. CR687. Das ist auf jeden Fall USA. Jetzt Intersection 687. Hat wahrscheinlich nichts mit den Highways zu tun, oder? Glaube ich zumindest nicht. Gibt es überhaupt so viele Highway-Nummern? Hier ist irgendwie 200 irgendwas. 600 nicht, ne? Hm. Komm, wir gehen mal noch davor an das Schild. Würde ich gern gehen. Re-elected McKinsey and Obrin. Boah, wenn man das jetzt wüsste, ne? Da war doch noch ein Schild hier gerade eben. Lull! Das dürfte bedeuten, dass wir hier vielleicht eher im Norden sind. Was ist da vorne? Okay. Was steht hier drauf? Finden wir auch nichts. Ich wollte da vorne nochmal hin. SMC Board Trustees. Mal gucken, ob man hier nochmal irgendwas findet. Keller Township. Eine Minute haben wir noch. Oh, was ist hier? Adopt a Highway. Sheriff Department. Okay. Ich würde sagen, das ist irgendwo hier oben in Michigan. Einfach eiskalt hier mal so. Oh! Guck mal! Zumindest im richtigen State. Ja, geil! Nice! So, nächste Location. Okay. Was für People sitzen denn da drin? VMC. Okay. Das sind sehr kleine Autos. Das könnte... Also, wir sind auf jeden Fall irgendwo in Asien. Könnte natürlich alles sein. Irgendwie eine Mongolei oder irgendwas. Das... Warte mal. Ohne Helm unterwegs. Könnte halt auch wieder Indonesien sein. Ist das ein Schild? Ah, was? Kawasan Kemalangan. Okay, wir haben 2 Minuten, um rauszufinden, wo das sein könnte. Es ist halt wieder so ein ganz, ganz kleiner Ort. So, ich könnte mir gut vorstellen, dass das... Aber es ist auch so ein bisschen tropisch, ne? So mit ein bisschen Palmen, alles drum und dran. Könnte ich mir wieder vorstellen, dass das hier so... Papua-Neuguinea oder sowas ist. Kawasan. Kemabola? Schade. Ah! Noch eine Minute 20.
Könnte auch Philippinen oder so irgendwas sein, ne? Ich glaube, ich werde mal hier so hingehen. Ah, 1700 Kilometer. Wo ist es gewesen? In... Okay, ich weiß gar nicht, zu was das gehört hier. Aber das hätte man tatsächlich, glaube ich, nicht so einfach finden können. Naja, das war eine gute Summary auf jeden Fall von diesen Daily-Dingens hier, ne? Wie weit sind wir denn? 11.400 Punkte. Wir waren schon teilweise hier, waren wir extrem weit weg. Das war aber schon heftig hier. Aber zumindest auf dem, sag mal, auf dem gleichen, wie sagt man, Grad? Ja, also das war wild. Hier waren wir schon näher dran. Eiffel Tower war okay. Und Michigan hat mich überrascht, dass wir das bekommen haben. Das fand ich sehr, sehr geil. Ja, mag ich die Map, ne? Gucken wir uns mal den Highscore an. Ja, da sind natürlich die Jungs richtig gut dabei. Ja, krass. War eine geile Runde, auf jeden Fall.